Meine lieben Wassermänner, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise wenn ihr heute den Weg zu mir gefunden habt, euch auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid voller positiver Energien, genießt das Wetter und freut euch genauso wie ich jetzt auf die Legung, in der wir einmal in die Liebe für den September für euch schauen möchten. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading. Jeder von euch steckt in seiner ganz persönlichen Lebenssituation. Jeder von euch entscheidet ganz individuell, welchen Weg er gehen möchte. Daher können diese Legungen nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Aber ihr werdet ganz sicher den ein oder anderen Tipp, den ein oder anderen Ratschlag aus dieser Legung mitnehmen. Wenn ihr irgendeine Sorge auf dem Herzen habt, eine bestimmte Frage, egal zu welchem Thema und einmal ein persönliches Reading möchtet, dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox schauen, da findet ihr alles zu mir, was wichtig ist. So, bevor wir mit den Tarotkarten in den September schauen, ist es mir persönlich immer ganz wichtig, einmal in euer Herz, in eure Seele zu lauschen mit drei Botschaften, was im September für euch wichtig ist, welche Botschaften da hochkommen, was ihr vielleicht loslassen sollt, worauf ihr achten sollt. Gut, dann legen wir jetzt los. Ich habe euch lang genug auf die Folter gespannt, mit dem Blick in euer Herz, in eure Seele. Und das erste Orakel, was ich dazu nehme, ist das Seelenorakel. Für meine lieben Wassermänner im September, welche Botschaft aus ihrem Herzen, aus ihrer Seele darf ich überbringen? Was ist wichtig, worauf sollten sie achten? Brilli. Befreie den Fluss deiner kreativen Energie und nutze sie für dein Leben. Wunderschöne Karte, wunderschöne Energie, die mir jetzt gleich zum Anfang sagt, in jedem von euch schlummert eine Idee, eine Vision, vielleicht etwas, was ihr schon lange mal angehen wolltet, ein Hobby, Dinge, die etwas mit Kreativität zu tun haben. Vielleicht wolltet ihr schon immer mal euch eine Staffelei kaufen, malen, Gedichte schreiben, Liedertexte, keine Ahnung, solche Dinge basteln, ja, etwas Handwerkliches machen, was schon lange in euch schlummert und ihr einfach noch nie dazu gekommen seid oder vielleicht auch an euch gezweifelt habt und gesagt habt, ja, es ist ja, ist vielleicht ein Wunsch von mir, da kreativ was zu machen, aber ich habe zwei linke Hände, irgendwie glaube ich nicht, dass ich da so, ja, der Held drin bin. Aber nein, eure Seele sagt, geht es an, lasst es laufen, traut es euch zu, es wird euch unglaublich viel Freude bereiten und vor allen Dingen solche Dinge machen immer die Birne frei, was euch auch sehr gut tun wird, was jedem von uns gut tut, einmal ja, da oben das Denken an das, was wir noch machen müssen, was uns vielleicht auf dem Herzen liegt, die Sorgen, die der ein oder andere von euch hat, einfach mal loszulassen. Sehr schöne Karte. Und jetzt die zweite Botschaft aus dem Einhorn-Orakel. Schauen, was die Einhörner noch zu euch zu sagen haben im September, was da die Botschaft an euch noch ist. Eine Karte für meine Wassermänner im September. Reine Absicht, finde Klarheit, gib dein Ego auf. Ich glaube, Klarheit finden wird euch ganz gut gelingen in dem, was ich gerade gesagt habe, wenn ihr etwas macht, wo ihr ja, einfach alles mal hochkommen lassen dürft, eure Träumen freien Lauf lässt. Vielleicht wollt ihr auch nur mal puzzeln. Ja? Ich habe früher wahnsinnig viel gepuzzelt, es hat mich beruhigt. Man kann dabei herrlich träumen, man schaltet absolut ab und eure Aufgabe auch mit dem kreativen Klarheit finden. Wir werden gleich sehen, ob bei dem einen oder anderen etwas ja, so in der Schwebe liegt, wo ihr
nicht richtig greifen könnt, wo ihr unentschlossen seid. Da bin ich echt gespannt, was die Tarotkarten dazu zu sagen haben. Denn die Botschaft Klarheit finden signalisiert ja, in irgendeinem Punkt in eurem Leben seid ihr euch noch nicht sicher oder wisst nicht weiter oder vielleicht auch eine andere Person, die euch im Unklaren lässt. So, die letzte Botschaft aus dem Akasha-Chronik-Orakel. Dein inneres Kind, sauschöne Karte. Gib deinem inneren Kind mehr Aufmerksamkeit und Liebe und finde mehr Freude im Alltag. Das Kind, das innere Kind, in vielen Orakelkarten kommt das vor und ich liebe diese Karte, denn sie sagt euch eigentlich, seht die Welt auch mal wieder mit den Augen eines Kindes. Nicht so, wie wir als Erwachsene programmiert wurden, dass wir immer nur Arbeit, Aufgaben sehen, Dinge, die wir nicht erledigt haben und überhaupt gar keine Zeit mehr finden, die Augen mit einem Kind zu sehen. Also rausgehen, sich am Rosenbusch des Nachbars erfreuen, vielleicht mal dran riechen, wie herrlich sie duften. Ich sitze abends zum Beispiel immer noch auf dem Balkon und starre in den Sternenhimmel, weil ich ihn immer wieder faszinierend und wunderschön finde. Und manchmal kriege ich sogar eine Sternschnuppe geschickt. Also solche Dinge. Geht spazieren, hört die Vögel, lauft an einem Bach entlang, schaut mal hinein, beobachtet das Wasser, hört den Plätschern zu. Also Dinge, wo Kinder uns gerne drauf aufmerksam machen, weil sie sie noch entdecken und wir einfach nur unserem programmierten Weg folgen und diese wunderschönen Dinge, die um uns herum geschehen, gar nicht mehr wahrnehmen können. Also ja, Kreativität und Kindsein ergänzt sich sehr gut. Ja, lasst diesen Monat eure Seele mal richtig baumeln. Und jetzt schauen wir mal, ob wir eine Botschaft zu dem klaren Blick bekommen. Für diejenigen von euch, die das erste Mal bei mir dabei sind, ich lege zu Beginn immer 5 Überschriften, 5 Hauptenergien aus dem Feenreich, aus dem Feenreich Tarot. Und gehe dann auf jede Hauptenergie mit dem Licht- und Schattentarot noch ein, um natürlich klare Botschaften zu bekommen. So. Für meine lieben Wassermänner im Monat September zum Thema Liebe, welche Botschaften aus der geistigen Welt, das sind schon 2, die unbedingt raus möchten, darf ich erhalten? Welche Tipps, Ratschläge darf ich meinen Wassermännern überbringen? 2 Karten noch, bitte 2 Energien. Und eine noch, bitte. Da haben wir sie. So, dann legen wir los. Loslassen. Wir legen los. Loslassen. Loslassen, klar. Etwas aus eurer Vergangenheit beschäftigt euch noch. Ganz klar beschäftigt die meisten von uns. Ist jetzt nicht wirklich die Wahnsinnsaussage. Aber trotzdem sagt euch die Karte, einige von euch halten noch an etwas fest, was eigentlich schon vorbei ist. Und mit diesem Festhalten hindert ihr euch und dem Universum genauso daran, euch etwas Neues, Schönes zu schicken. Ich habe mal von jemandem gehört, und das Beispiel fand ich ganz, ganz klasse, bevor du losziehst und dir ein paar neue Schuhe zulegst, was wir Frauen ja sehr gerne machen, sollten wir erstmal schauen, ob in unserem Schuhschrank noch Platz ist. Und wenn der vollgestopft ist bis oben hin, können wir die tollsten Sachen im Angebot sehen, aber es ist kein Platz dafür im Schrank, und genauso ist es bei euch im Leben. Solange ihr noch jemanden in eurem Herzen habt, den ihr auch den Rest von eurem Leben da drin behalten dürft, ganz klar, das will ich nicht damit sagen, aber wenn dieser Mensch noch mit Schmerz verbunden ist, mit Leid, mit nicht loslassen, mit Traurigkeit, wenn ihr nicht in eure Energie kommt, das Leben genießen zu wollen, weil dieser Mensch nicht mehr bei euch ist, dann blockiert ihr euch. Und dann müsst ihr
ihn mit Liebe und mit der Erinnerung an die schönen Zeiten loslassen. Also das ist für euch eine wichtige Botschaft im September, das Loslassen. Und auch das, ich glaube, diese Botschaft aus eurer Seele, die ich hier oben bekommen habe, mit der Kreativität, ist auch der Versuch von eurem Herzen, von eurer Seele, euch wieder in Lebensfreude zu bringen, ja, euch wieder träumen zu lassen, denn das könnt ihr, wenn ihr dort abschaltet, neue Träume zu bekommen, ein gutes Gefühl, vielleicht Visionen von der Zukunft, wie ihr euch sie vorstellt und wie ihr weitergehen möchtet. Also ergänzen sich die Karten da sehr, sehr schön. Drei des Sommers. Neuigkeiten, schöne Neuigkeiten werden auf euch zukommen im September. Neuigkeiten, die euch das Gefühl geben, boah, jetzt möchte ich feiern, jetzt möchte ich ein Gläschen Sekt trinken und anstoßen auf das, was kommt. Gut möglich, dass ihr zu einer Hochzeit eingeladen werdet. Also solche Feierlichkeiten könnten im September auf euch zukommen. Oder eine Freundin bekommt ein Kind. Ja, solche Dinge, solche wirklich schönen, ans Herz gehende Ereignisse sind im September möglich bei euch. Und die neuen des Sommers, Wünsche werden wahr. Wow. Ja, Wünsche werden wahr, Träume erfüllen sich, sagt diese Karte. Eine magische Zeit in eurem Leben. Und Magie kommt auch immer dann zum Einsatz oder zur Wirkung, wenn ich frei bin, also ich meine jetzt frei bin von meinen Gedanken, ja. Wenn ich jetzt den ganzen Tag erstmal auf der Arbeit voll konzentriert bin und abends auch irgendwelche Dinge noch erledigen muss, Rechnungen begleichen, mir überlegen, wie ich dies oder jenes auf die Reihe bekomme, kann Magie nicht fließen. Denn ganz klar, wir sind da oben nur im Kopf und nicht in uns selbst und ja, Kreativität scheint in dem Monat wirklich wichtig für euch zu sein. Die Königin oder der König des Winters. So, wir werden gleich später noch sehen, ob es sich um die Energie handelt oder um eine Person, die im September entweder auf euch zukommt oder die ihr schon kennt. Das wird sich ja noch ergeben. Aber auch diese Karte als Energie sagt euch, lass Menschen und Dinge los, die dir nicht länger dienlich sind. Wir haben jetzt hier zweimal loslassen im Kartenbild und von daher denke ich schon, dass bei einigen von euch das ein ganz, ganz großes Thema ist, das Loslassen. Sich auf was Neues zu fokussieren, die ersten Schritte wieder gehen in ein neues Leben, vielleicht ohne einen Menschen, der noch bei euch im Kopf, im Herzen rumschwirrt. Keine leichte Aufgabe, ganz klar, hat jeder von uns schon durchgemacht, jemanden loslassen zu müssen, den man eigentlich nicht loslassen möchte, weil man das Gefühl hat, es reißt einem das Herz aus der Brust. Aber der Schmerz wird durch das Festhalten leider nicht besser. Im Gegenteil, die Wunde heilt ein kleines Stück und dann kommen Momente, man sitzt auf dem Sofa, denkt eigentlich an nichts Böses und plötzlich ploppen diese Erinnerungen wieder auf und es macht Ratsch und die Wunde blutet wieder. Von daher, ja, mein Ratschlag, manche von euch kennen ihn schon, ist tatsächlich, legt euch aufs Bett und erinnert euch mit geschlossenen Augen an diese wunderschönen Momente, die ihr hattet mit diesem Menschen, der nicht mehr bei euch ist. Und lächelt dabei, erinnert euch nur an die schönen Augenblicke, an die Augenblicke, die euch glücklich gemacht haben. Seid dankbar dafür und gebt sie frei, lasst sie los und mit einem Lächeln. Denn Wut, Zorn, Hass, Traurigkeit, die kleben an uns wie Kaugummi an einem Schuh. Man kann immer ein kleines Stück davon abreißen, aber man wird den ganzen Kaugummi irgendwie nicht los. Und so ist es auch, wenn ich mit negativen Gefühlen an etwas zurücklasse, die kommen mir immer wieder hoch. Darum sage ich immer mit Liebe loslassen, mit dem Gefühl loslassen, das uns damals glücklich gemacht hat. Die Prinzessin des Herbstes, wieder erfreuliche Neuigkeiten. Also,
erfreuliche Neuigkeiten und auch die Botschaft, dass ihr getriggert werdet. Also das Universum wird euch ein ganz kleines bisschen in den Hintern treten, sage ich jetzt mal, um die Richtung endlich einzuschlagen, die ihr eigentlich möchtet und noch ja, nicht losgelaufen seid. Haben wir hier vorne ja schon gehabt, irgendetwas, das ihr angehen möchtet, aber noch auf der Stelle tritt, zwar schon mit den Hufen schart, aber der Startschuss für euch noch nicht hörbar war. So, loslassen. Jetzt gehen wir wirklich mal in die Themen rein mit den Licht- und Schattenkarten und schauen mal, ja, bevor ich mischel das Unterdeck, ne? Loslassen. Ihr habt euch eingekästelt zu Hause in eurem Nest, in dem ihr euch sicher und geborgen gefühlt habt und wolltet nicht mehr rausgehen. Angst vor Verletzungen, Angst vor erneuten Verletzungen. Hatte das Gefühl, es ist besser, ihr zieht euch zurück, dann kann euch keiner was haben, ne? Dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, für meine lieben Wassermänner zum Thema Loslassen, welche Botschaft aus der geistigen Welt darf ich überbringen? Da hätte ich gerne drei Karten, drei Energien. Uiuiui. Und noch eine Karte bitte. Loslassen, ja, loslassen, es geht um einen Menschen. Loslassen muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ihr ihn in den Wind schießen müsst oder solltet, aber es geht um einen Menschen, der sehr kühl euch gegenüber ist. Seine Worte treffen oder schneiden euch manchmal ins Herz tatsächlich wie ein Schwert. Wir haben hier die Königin oder den König des Schwertes liegen. Er ist ehrlich, ehrlich, direkt. Nicht böse gemeint, aber rücksichtslos teilweise in seiner Aussage, weil er einfach das ausspricht, was er denkt, ohne Umschweife, ohne es in Watte zu packen. Und ich sehe, dass ihr diesen Menschen unglaublich liebt und euch auch unglaublich mit diesen Menschen verbunden fühlt oder verbunden gefühlt habt. Ihr münzt es bitte um, ob es bei euch sich um die Vergangenheit handelt, jemand, den ihr gerade kennt, das ist für jeden von euch anders. Aber ich sehe, dass ihr in dieser Liebe voll aufgeht, ja, oder diese Liebe, die ihr spürt, die ist so tief, ja. Ihr fühlt euch so verbunden, ihr spürt diesen Menschen, ihr macht irgendwas, entschuldigt, zu Hause und plötzlich spürt ihr seine Gegenwart, obwohl er gar nicht im Raum ist. Also ihr fühlt euch unglaublich verbunden und dieser Mensch schwingt auf einer ganz anderen Welle wie ihr. Er ist eher so oder sie ist eher so, wie ich gesagt habe, die kühle Energie. Ja? Gut möglich, dass er euch liebt, das werden wir noch sehen, aber es ist ja, nicht so, wie ihr euch das wünscht. Ihr seid eher der Mensch, der liebevoll ist, der Liebe geben möchte, der verwöhnen möchte. Und dieser Mensch ist eher so, ihr schreibt dem eine Nachricht, irgendwas liebevoll und er kommt zurück. Danke. Und ihr hockt da und denkt, ja, ein paar nette Worte wären angebracht gewesen oder hätte ich mich drüber gefreut. Ich möchte auf diese Karten gleich noch eingehen, weil das ist mir zu schwammig, was hier gerade gefallen ist. Und da wird sich mit dem Ritter der Münzen, wird sich da etwas tun, da wird sich etwas in Bewegung setzen, auch erfolgreich, denn Münzen ist ja immer Fülle, ne? Also da geht was voran und jetzt schaut mal her, was ich unterm Kartendeck habe, Tod und Wiedergeburt, etwas endet, etwas Neues beginnt, ich liebe die Karte. Denn im Gesicht des Todes ist der Stern ist immer die Wunscherfüllung oder der Neuanfang oder die klare Sicht. Also etwas wird mit diesem Menschen zu Ende gehen, damit etwas Neues beginnen kann. Aber ihr seid da unglaublich
unglaublich fest und ja, verbunden. Hoppala, das waren mir zu viele. Ich hätte gerne darauf Klärungskarten. Ja. Wir haben die 7 der Münzen hier liegen. Die 7 der Münzen sagt genau das, was ich gerade gesagt habe. Hier habe ich gesagt, etwas geht vorwärts, etwas bewegt sich, es kommt in die Fülle. Und die 7 der Münzen sagt euch, dass etwas langsam anfangen wird zu wachsen mit diesem Menschen. Ja? Möglicherweise kennen einige von euch ihn schon, habe ich gerade vorhin schon gesagt, und ihr kommt nicht so wirklich mit seiner Art klar. Ihr habt immer das Gefühl, ah, der liebt mich gar nicht, ja, der ist immer so kühl, so reserviert, so direkt, aber das ist die Art dieses Menschen, das müsst ihr nicht auf euch. Kelchenergie ist liebevoll, ja, unglaublich liebevoll, die zeigt ihre Liebe, die hat sie auf der Zunge, da tropft die Liebe aus jeder Pore. Schwertenergie ist eher der Denker, der Kühle, was nicht negativ sein muss, versteht mich nicht falsch, aber der kann nicht so oder sie kann nicht so raus mit dem, was in ihrem Herzen vorgeht, wie eine Kelchenergie. Aber da soll etwas in Wachstum kommen. Mit den 7 der Münzen bedeutet das ja, es wurde etwas gesät und das wächst. Schön, langsam, aber stabil. So, und jetzt kommt der Wagen da rein, ne? Der haut mir meine Worte gerade um die Ohren. Denn es wird ganz schnell etwas vorangehen. Entweder bekommt ihr eine Nachricht von diesem Herrn, von dieser Dame, die euch irgendwie komplett überraschen wird, überrumpeln wird, ja. Und es steht eine Entscheidung dadurch an für euch. Wir haben ja hier das Thema Loslassen, ja. Für einige von euch wird es bedeuten, ihr habt die Entscheidung zu treffen, lasse ich diesen Menschen los? Der Gedanke reift langsam in euch, wächst langsam in euch. Auch hier bei den Münzen habe ich ja gesagt, es geht etwas voran, aber vielleicht schreitet ihr auch weg, weil ihr eine Nachricht erhaltet und ihr euch denkt, nee. Nee, ist mir, möchte ich nicht mehr. Oder ihr erhaltet eine Nachricht, wir gehen gleich weiter im Kartendeck, da wird sich noch mehr zeigen. Oder ihr erhaltet eine Nachricht, mit der ihr auch nicht gerechnet habt, die euch überrumpelt, die eine ganz andere Art plötzlich offenbart von diesem Menschen, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Und ihr sitzt ja da und denkt, was mache ich jetzt mit dieser Nachricht? Spannend, ist echt spannend, wie das weitergeht. Ich habe es schon total vergessen, die 3 des Sommers, Neuigkeiten, die gefeiert werden dürfen. Also, ja, positive Nachrichten. Und ihr wisst tatsächlich noch nicht, was ihr mit diesen Nachrichten anfangen sollt. Es wird euch überraschen. Es ist zwar, wie soll ich sagen, diese Nachricht ist ein Traum von euch gewesen. Das sieht man auch so, ne? Die Frau hat den VW-Bus gemalt, mit dem sie um die Welt reisen möchte. Es ist ein Traum von euch, diese Nachricht, aber im Moment seid ihr noch nicht wirklich bereit, die Tür aufzumachen und rauszugehen, drauf loszugehen. Jetzt bin ich gespannt, was für Neuigkeiten, was ich euch denn da berichten darf. So rum sind sie gefallen. Also diese Neuigkeiten werden euch tatsächlich erstmal Kopfschmerzen bereiten. Ihr werdet nicht wirklich wissen, was ihr damit anfangen sollt. Sie werden euch ja, tatsächlich Kopfschmerzen und Kopfzerbrechen bereiten. Aber es ist auch ganz gut so. Ihr sollt ja auch drüber nachdenken, welchen Schritt ihr als nächstes macht. Vielleicht malt ihr mal zwischendrin und dann kommt euch die Erleuchtung. Aber ihr werdet euch entscheiden, und zwar so entscheiden, dass ihr eure Mitte wieder findet. Ja, wir haben jetzt nochmal eine Münzenergie, die ja wieder Fülle vorhersagt. Und mit dem Pagen der Münzen sagt das ganz einfach, ihr kommt in die Leichtigkeit. Also die Entscheidung, die ihr treffen werdet, die ihr gut durchdenkt, wird euch in die Leichtigkeit fallen. Und jetzt haben wir nochmal Münz, also ihr seid ziemlich vermünzt heute. Die 9 der Münzen, die auch sagt, es wird
wunderschön werden. Ihr werdet ernten, worauf ihr die ganze Zeit gehofft habt. Ne? Die ganze Zeit habt ihr auf diese Nachricht gehofft, auf diese Entscheidung gehofft, auf diese Wende gehofft. Das ist das genau, was ich wollte. Mit den 9 der Münzen wird es so weit kommen. Und wir haben ja hier jetzt auch noch die Wünsche werden wahr. Also es passt. Es wird etwas passieren in eurem Leben, den Start im September, das alles verändern wird. Und damit habt ihr überhaupt nicht mehr gerechnet. Davon habt ihr die ganze Zeit geträumt, aber da kommt eine Nachricht so schnell rein, dass ihr erstmal da sitzt und denkt, boah, nee, geht gar nicht, was ist denn jetzt kaputt, ne? Aber das wird euch zu dem führen, was ihr euch erträumt und gewünscht habt. Und hier ist ja die Karte, Wünsche werden wahr. Ich bin echt gespannt, was ich da noch berichten darf. Welche Wünsche werden denn für, was ich jetzt auch gerade noch so reinkriege mit dem Loslassen. Ich kriege jetzt gerade noch so die Botschaft, die Königin der Kelche ist ja auch spirituell, ne? Ist ja eine wahnsinnig liebevolle Energie, habe ich schon gesagt, aber vielleicht sollt ihr dieses Verkrampfte auch loslassen, ja, dieses jeden Tag dran denken, an den Wunsch, den ihr habt, sondern einfach das Vertrauen haben und diesen Wunsch wie auf dem Bild so nach oben geben, ja, nach oben geben und dann kommt ganz plötzlich was auf euch zu. Ist ja oft so, wenn wir verharren, ja, uns verkrampfen auf ein Thema, dann geht das irgendwie nicht richtig weiter. Und in dem Moment, wo wir es loslassen, wo wir gar nicht mehr damit gerechnet haben, ruft plötzlich steht es vor uns und wir denken, wow, wo kommt das jetzt her, ja? Also das mag auch das Loslassen bedeuten. So, bin gespannt, eure Träume. Jawohl, im Grunde genommen ja. Ergänzt sich das wieder wunderschön. Vertrauen. Der Narr ist einerseits Vertrauen loslassen, habe ich gerade gesagt. Vertrauen ins Universum, dass die das auf den Weg bringen, was für euch auch bestimmt ist und gut ist, denn wir haben ja die Fülle hier liegen. Ja? Lasst euch fallen. Lasst euch fallen. Vertraut. Die Frau hier, die steht auf so einem Abhang, lässt sich rückwärts ins Nichts fallen, weil sie einfach das Gottvertrauen hat, dass alles gut wird. Und jetzt haben wir hier den Ritter der Schwerter noch, der auch sagt, es kommt etwas ganz, ganz schnell auf euch zu. Da macht sich jemand auf den Weg, aber heftig. Ich habe gerade so das Gefühl, dass dieser Mensch, um den es bei euch geht, gerade Panik schiebt, dass ihr weg seid. Dass ihr wirklich losgelassen habt. Dass ihr etwas zu ihm gesagt habt, wo der Schalter umgelegt wird, wenn ich jetzt meinen Arsch nicht bewege, dann ist sie oder er weg. So kriege ich das gerade rein. Und diese, jetzt haben wir die 4 der Kelche, dieses Gefühl, was ihr hier hattet, ne? Wo ich gesagt habe, kühler Mensch, es kommt nicht das rüber, was ihr euch eigentlich erträumt oder was ihr als Kelchenergie auch braucht, sieht man hier so richtig. Ihr bekommt Kelche gereicht, ja, da kommt Liebe rüber, aber es ist nicht das gewesen, was ihr euch gewünscht habt und das hat euch traurig gemacht, so ein Stück weit melancholisch. Ja, ich weiß ja irgendwie, ja, ich glaube ja schon, dass er mich liebt, aber es wäre ja schön, wenn er es mal zeigen würde. Es wäre ja schön, wenn mal ein ich vermisse dich per WhatsApp kommen würde oder irgendwelche so kleine Aufmerksamkeiten, die mich einfach erfreuen würden. Und mit den 8 der Stäbe, ja, ihr überlegt ja noch, hier haben wir ja auch das Überlegen und ihr steht vor diesem kleinen Zaun, aber ich habe das Gefühl, ihr werdet rübergehen und das wird der Moment sein, an dem ihr oder an dem es geht, eure Wünsche werden wahr. Ihr habt ihm da etwas oder ihr etwas gezeigt, was da eine Wende reinbringt. Ja? Also der Gedanke, bei ihm, dass da was, ja, ihr habt einen kleinen, ich muss gerade die Worte richtig, ihr habt einen Samen gesät bei ihm, vielleicht mit etwas, was ihr gesagt habt, oder ihr habt euch zurückgezogen und ihr habt gemerkt, wie ich vorhin schon gesagt habe,
die könnte weg sein und das hat etwas in ihm zum Wachsen und zum Gedeihen gebracht. Darum springt er hier auf den Wagen, ne, hab gesagt, ganz schnell, und hier springt er aufs Motorrad. Also da tut sich was in diesem Menschen im September, da wird sich etwas verändern. Und ihr werdet im ersten Moment noch so ein bisschen zögerlich sein, so nach dem Motto, ne? Jetzt haben wir hier ihn nämlich wieder liegen. Hier liegt nämlich der König des Winters, ist im Grunde genommen König der Schwerter. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt noch auf ihn persönlich für eine Botschaft liegen habe. Denn da oben liegt ihr ja nebeneinander. Und jetzt hätte ich gerne von der geistigen Welt, was ist denn mit dem König des Winters los? Welche Botschaft darf ich da den Wassermännern überbringen? Was fühlt er? Was möchte er machen? Was für eine Energie springt gerade in diesen Menschen umher? Was geht da ab? Ganz wichtige Botschaft, bitte. Ganz klare Botschaft. Was ist mit diesem König des Winters los? Also gut möglich auch, dass ihr diesen Menschen erst kennenlernen werdet. Ganz klar, das wisst ihr, dass ihr euch verliebt und am Anfang auch, ja, aber er halt einfach so diese Art hat, dieses, nicht so wie ihr, ihr geht zum Date und euer Herz flattert und er kommt rein und sagt, na, wie war dein Tag, ne, so ganz, und ihr denkt euch, hä? So. Hoppala. Was hat der König des Winters denn im Kopf? Oh, ist das cool. So, schaut her, meine Lieben. Ast der Kelche. Er sieht euch als die große Chance in seinem Leben. Er weiß, dass er mit euch alles haben kann, was er oder sie sich erträumt hat. Im Ast der Kelche, im Kelch. Da quillt die Liebe nur so raus, ja. Da ist alles drin, Leidenschaft, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Vertrauen, Liebe sowieso, also unglaublich. Und das merkt er jetzt. Also ich weiß nicht, was da zwischen euch war. Ich habe da so das Gefühl, dass ihr ihm mal so richtig den Tarif durchgegeben habt. Oder eben gesagt hättet, nee, also wenn der nicht aus dem Quark kommt, ne, wenn er meint, er muss ja immer einen auf Jack Cool machen, dann ziehe ich mich jetzt mal zurück in mein Nest. Ihr habt vorhin die Karte gesehen. Und da, das blickt er jetzt. Da kommt jetzt was hoch. Da merkt er auch, scheiße. 7 der Kelche. Das war genau die Situation, in der sich dieser Mensch befunden hat. Ja? 7 Kelche. In dem Kelch Liebe. In dem Kelch Geborgenheit. In dem Kelch Zärtlichkeit. Ja. Vertrauen, alles Mögliche, aber in einem, unter einem dieser Kelche könnte eine Schlange sein und könnte mich beißen. Und das war noch dieses Überlegen, ja, in ihm, dieses, lass ich mich drauf ein? Kann ich mein Herz öffnen? Ich bleib erstmal auf Abstand und mach mal einen auf Jack Cool, ja? Also, das ist genau das. Und jetzt schaut her, die Würfel sind gefallen mit dem Rad. Die Würfel sind gefallen, dieser Mensch hat geblickt, was in ihrem Herzen vorgeht, was er die ganze Zeit hinter einer schützenden Mauer und coolen Sprüchen verborgen hat, dass da nämlich eine Wahnsinnsliebe ist und die Chance auf eine Wahnsinnsliebe, und bei ihm sind die Würfel gefallen. Er hat es jetzt geblickt und es wird ganz, ganz schnell gehen, also wow. Also wenn ich frage, was geht in dem König des Winters vor, den Menschen, den haben wir hier zweimal im Kartenblick, ob Mann oder Frau, ist gerade egal, ne? Ihr wisst's. Und dann kommen 2 so hohe Kelchkarten und das Rad des Schicksals. So erfreuliche Neuigkeiten haben wir jetzt hier zum Abschluss noch. Wow, also das ist mal eine Mega-Legung, sag ich euch. Da tut sich wirklich was, da tut sich... Noch 2 Karten, bitte.
auf die Prinzessin des Herbstes. Und eine noch bitte. Was darf ich da noch Schönes berichten? Welche Botschaft darf ich überbringen? Erfreuliche Neuigkeiten haben wir, ne? Hier, jetzt haben wir den Page der Kelche auch noch gefangen. Der Page der Kelche ist Leichtigkeit, Verliebtheit, den Kopf in den Wolken. Ja, absolut quirlig. Eine, ja, wie man ist, wenn man verliebt ist. Die Schmetterlinge flattern im Bauch. Man kann eigentlich an nichts anderes mehr denken als an den Gegenüber. Plötzlich hört man die Liebeslieder nur noch im Radio, den Text, der auf euch total passt, und lauter solche Gefühle sind das beim Pagen der Kelche. Ja, ein Glücksschweinchen, absolut happy, und das wird er euch sagen. Er wird in diese Leichtigkeit kommen, er hat oder sie hat es geblickt. Hallo, dieser Mensch ist ja meine Chance auf die ganz große Liebe, und das wird er euch, wir haben ja auf die Neuigkeiten gelegt, das wird er euch mitteilen und das wird in euch, schaut mal, was auslösen. Ja, yeah. Ich bin die Königin der Stäbe, ich hab's geschafft. In der Hand hält sie ihren Traum, ihren Wunsch, und der geht in Erfüllung, und ihr werdet einfach sagen, tschakka. Und dann haben wir noch die Königin der Münzen, und das ist euer Endgefühl, ja? So werdet ihr euch fühlen, wenn sich das alles ergeben hat, zufrieden in eurer Mitte. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr wisst, wie, was ihr erreichen könnt. Ihr seid geerdet, ihr seid super, super zufrieden. Schaut euch das Gesicht an. Das Gesicht ist die pure Zufriedenheit, die pure, ja, Liebe, Freiheit, alles. Also Wunder, Wunder, schöne Energien. Da kommt richtig was zum Laufen. Entweder mit jemandem, den ihr schon kennt, oder da kommt, wie gesagt, im September jemand auf euch zu, wo ihr denkt, boah, das ist er, und dann zeigt er euch erstmal die kalte Schulter, aber das wird sich alles geben. So, was möchte er oder sie euch denn mitteilen? Das sind die Du- und Ich-Karten. Jede Liebesgeschichte ist wunderschön, aber unsere gefällt mir am besten. Ich hole dir nicht nur die Sterne vom Himmel, sondern hole auch dich nachts ab, wenn du den letzten Bus verpasst hast. Ich schaue mit dir deine Lieblingsfilme an, probiere etwas Neues aus, obwohl ich meine alten Gewohnheiten mag. Ich bin manchmal chaotisch, obwohl ich Ordnung liebe. Oder koche dir dein Lieblingsessen, um dir ein Lächeln zu entlocken. Weißt du, dass ich fast alles tun würde, um dich glücklich zu sehen? Ja, hier. Der würde fast alles tun. So, jetzt möchte ich noch die kleinen Herzorakelkarten befragen. Eine noch bitte. Dankeschön. Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lasst sie herein. Das ist das, was ich hier gesagt habe. Na, wir haben hier mit den Neun der Münzen. Ihr habt hier die Fülle liegen. Überfülle. Die Antwort lautet ja. Ja, alles wird gut. Und, wow, ich liebe dich. Also etwas, was kalt und schneidend und vielleicht ein bisschen verletzend drüber kam, ändert sich aber zu 100%. Wunderschön. So, meine Lieben, zum Schluss mit denen, das Universum sagt hier noch eine ganz spezielle Botschaft an euch persönlich vom Universum. Da hätte ich gerne bitte eine Karte. Angriff, Schmerz, Furcht, Bewertung und alles Trennende sind lediglich Hilferufe. Ich lese es nochmal vor, weil es passt schön. Angriff, Schmerz, Furcht, Bewertung und alles Trennende sind lediglich Hilferufe.
Und ich glaube, diese Nachricht möchte euch sagen, wenn dieser Mensch hier kühl ist, schneidend ist, nicht so reagiert, wie ihr es euch wünschen würde, steckt da Angst dahinter. Ich habe ja gesagt, hier, wo war die Karte? Hier mit den 7 der Kelche. Ich könnte ja gebissen werden von der giftigen Schlange. Das sind Schutzmechanismen, die euer Gegenüber auffahrt, weil er noch Ängste in sich hat. Ja, meine Lieben, ich fand, es waren sehr, sehr schöne Botschaften. Ich hoffe, sie haben euch auch gefallen. Ihr habt ein Lächeln auf den Lippen. Das ist immer mein größter Wunsch, dass ich euch positive Energien rüberbringen darf. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare, ich antworte immer. Schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, wie ihr Lust habt. Ich wünsche euch einen traumhaften restlichen September. Bleibt im Vertrauen, ne? Hab hier gesagt, mit dem Nah, habt Vertrauen, es kommt etwas sehr Schönes auf euch zu. Etwas, jemand ist im Wandel, ist bald bereit, sich so zu zeigen, wie es wirklich in ihm aussieht und die kühle Hülle fallen zu lassen. Ich wünsche euch, ich schicke euch auf diesem Weg ganz viel Licht und Liebe und bis bald. Tschüss.